Hallo und herzlich willkommen bei hiphop.de. Wir sind heute hier in Essen, zu Gast in einem versteckten Café. Und wir haben, nicht wir haben, sondern wir sind zu Gast bei Sinan G. Wie geht's dir? Alles fit. Gut, bei dir? Alles gut. Ja, wir sind hier, weil dein neues Album bald rauskommt. Ja. Schutzgeld, zweites Album. Ja, so sieht's aus. Am 4.2. Am 4.2. Erzähl mal ein bisschen was drüber, schon mal so allgemein. Ja, ich habe ein sehr geiles Album gemacht. Schutzgeld heißt die Platte. Und sind 18 Tracks drauf. Ich habe da gehört, das zerbricht so, nicht zerbricht, aber das teilt sich so ein bisschen in zwei Teile auf. Also die ersten vier Tracks sind so ein kleiner eigener Film und dann kommt so eine Art Break. Aber vielleicht erzählst du das mal. Also wenn du das Snippet gehört hast, also wenn die Leute das Snippet gehört haben, das Album baut sich krass auf. Mhm. Also mein Intro fängt an mit einem Typ, der über mich redet. Für die, die es nicht wissen, das stammt aus einer Reportage, die über mich gedreht worden ist auf RTL. Weil einige Leute, sonst denken einige Leute, guck mal, der ist stolz, dass er 3 Jahre im Knast war und so eine Scheiße. Das ist einfach ein Bericht gewesen so. Das habe ich dann nochmal als Echtheitsbestätigung nochmal reingeklatscht für die Leute, die denken, so weißt du, mhm, dass alles Film ist. Als Bestätigung nochmal so. Einfach mal, ich hätte auch gar kein Intro machen können, brauchen so, brauche ich nicht. So, aber ich habe das einfach reingeklatscht. So, damit fängt an. Dann fängt der Track, erste Track an, Schutzgeld an, dass ich halt, von, wenn ich will, auch von jedem Hip-Hop-Portal Schutzgeld nehme, Alter. So, weißt du, was ich meine? Ja. Hip-Hop.de zahlt ja auch gut. Nicht, bevor hier irgendwelche, ne? Und wir machen hier auch keine komischen Handzeichen. Und wenn ich meine Hand so halte, dann ist das nichts Illuminaten-Gedönsmäßiges. Muss ich auch nochmal ganz kurz klarstellen. Ja. Wir zahlen kein Schutzgeld. Also Hip-Hop.de ist der einzige Portal, wo ich kein Schutzgeld nehme. Weil Hip-Hop.de schon immer hinter mir stand. So eigentlich. Also was heißt hinter mir stand? Die mich halt immer ein bisschen Support haben. So. Ja. Nee, Quatsch. Aber das fängt halt so an, so dass ich die ersten Tracks, die sind halt sehr hart. Mhm. Punchlines, ich fick euch alle. Und dann wird's halt sehr ruhig. Dann kommen auf einmal die Sirenen. Ghetto-Politik. Wo ich nochmal das Thema Straße, Jugendliche nochmal kurz anspreche. Mhm. Aber der ganze Track handelt jetzt nicht davon. Aber halt so ein paar Stocheleien so. Und halt deepere Sachen halt. Auf meinem Album Schutzgeld zeige ich ja auch die dunklen Seiten. Schutzgeld, Gangster, das. Mhm. Und halt das Pendant dazu, Schutzengel. So, und das Yin und Yang sozusagen. Da verarbeite ich auch nochmal eine Geschichte von mir zum Beispiel, die bis dato auch keiner kannte. So, erzähle ich auch nochmal über meine erste Liebe sozusagen dann. Ja, und Und Schutzgeld ist ein vielfältiges Album, so, Alter. Da geht es ja nicht nur um auf viel Fresse kloppen, weißt du? Ja, weil Schutzengel, ihr habt euch getrennt, als du im Knast dann warst, ne? Ja, ich bin ins Gefängnis gegangen und hab mich sozusagen selber von ihr getrennt, weil sie halt am Boden zerstört war und ich wollte ihr halt. Sie hätte sich, ich weiß nicht, ich hab mich von ihr getrennt auf jeden Fall, weil sie halt am Arsch war so und ich wusste genau, dass ich die nichts bieten kann, außer Kriminalität, zu der Zeit noch voll der Kriminelle, so, weißt du, die voll hat liebe Mädchen, so, weißt du, wunderhübsch und so eine Scheiße, so, und dann habe ich Schluss gemacht, blablabla, ich ging in den Knast, ich kam später wieder raus, das war jetzt nicht diese Knastgeschichte, wo ich jetzt 2,5 Jahre drin war, ich war ja ein paar Mal öfter im Gefängnis, da kam ich damals da raus, ich wollte sie vielleicht wieder haben, aber sie hat leider schon einen anderen kennengelernt, da hat man auseinandergelebt und kennst du doch. Mhm. Sie hat einen neuen kennengelernt, ich war im Knast am Abkacken. Ja. So, diese Geschichte. So, wer ist drauf? Wer drauf ist, wer ist drauf? PA Sports ist drauf, ja. Casey Rebell ist drauf, Manuelsen ist drauf, Massiv ist drauf, Farid Bang ist drauf, Frauenarzt ist drauf. Mhm. Würde ich ja sagen. Hab ich einen vergessen? Echo Fresh ist drauf, mit dem ich übrigens auch noch ein sehr schönes Video gemacht habe. Also kam vor kurzem raus, ne? Badaboom, ja. Ja, das Street-Video, ne? Street-Video, ja, kleines Street-Video. Seid ihr nach Köln für gefahren, ne? Ja, ich bin kurz mal nach Köln gefahren, zu meinem Bruder Echo. Ja. Und dann haben wir das kurz gedreht. Ich würde ja sagen, die üblichen Verdächtigen quasi jetzt so. Ja. Also die Leute, mit denen man dich in den letzten 1-2 Jahren öfters gesehen hat. Frauenarzt würde ich da jetzt ausklammern. Wie kam das zustande? Ja, weil ich war Komet, als ich war auf dem Komet feiern und Frauenarzt war auch da und ja, wir kamen ins Gespräch, wir haben ein bisschen Party gemacht zusammen und ich habe Frauenarzt eigentlich schon immer gefeiert, so auch wegen, jetzt nicht unbedingt wegen seiner Hits, die der gerade gemacht hat, ich habe ihn mehr so gefeiert wegen dieser Berlin Crime Geschichte, so, weißt du, so, das habe ich immer gefeiert schon eigentlich, ja, und er kannte mich auch und ja, da kamen wir ins Gespräch und dann Nummern tauschen, ja, und dann irgendwann lass doch mal Berlin essen, ein bisschen, dass wir einen Track machen und uns ein bisschen verbinden, so, weißt du, ich meine, ja, du hast das gut gepasst und ja, da haben wir einen Track gemacht. Du sprichst Berlin Crime gerade an. Du selber hast ja auch eine
Crime-Vergangenheit, sage ich jetzt einfach mal. Trifft man sich da irgendwo? Also hat man da sehr viel Schnittmenge? Ich meine, das, was ich gemacht habe, ist ja nicht das, was, was Berlin Crime gemacht hat. Ja, du bist jetzt nicht Bomben gegangen. Ich bin jetzt nicht, ich war jetzt kein Sprüher oder habe illegale Wände gesprüht. Ich war halt im anderen Bereich tätig sozusagen. So. Und ja, ich meine, ich weiß ja auch nicht genau, was die halt gemacht haben. Auch, die kann leider auch Scheiße gemacht haben, so, aber die sind halt mehr dafür bekannt, U-Bahn sprühen und solch, so eine Scheiße gemacht zu haben. So, die waren ja auch in der Zeitung damals, ich weiß nicht, 1997, 98, gefährlichste Sprüherbande und so. Schon, die haben halt mehr so Hip-Hop-Elemente. So. Und ich habe ja mit Hip-Hop, meine kriminellen Sachen hatten ja mit Hip-Hop gar nichts zu tun. Ja. Also mit Rap gar nichts zu tun gehabt. Bei mir ging es nur ums Geld machen und Frauen ficken, Drogen und Puff und hast du nicht gesehen. Bei mir war andere Film. Ja. Ja, stimmt. Also die Berlin Crime-Leute sind ja auch so um die Jahrtausendwende gerne auch mal in Talkshows gewesen. Ja, der Frauenass war mal, ne? Ja, ja, genau. Und Orgi saß im Publikum. Was hat er gesagt? Burning Crime mehr als Freundin. Ja, genau, ich weiß, er hat seine Alter, ich glaube, in der Serie. Aber da war er noch sehr, sehr jung. Ja. Da war er sehr jung. Ich habe die Jacke, die da hatte, die feier ich. Diesel war das, ne? Dieseljacke, ja. Die ist geil. War schon cool. Zum Thema Massiv. Der war ja bei Major und hatte dadurch auch einen guten Hype und so, ist jetzt weg davon. Generell sagt man ja immer so ein bisschen, der Street Rap. Oder die Phase des Street Raps, des großen Street Raps, wäre jetzt so ein bisschen vorbei, hat man im letzten Jahr gesagt. Und bam, bam, kommen Haftbefehl und Nate. Ist das 2011 auch nochmal möglich? Und wer ist dann der Nate und der Haftbefehl, die dann die Charts stürmen? Ich hoffe doch Sinanji, Alter. Ey, sag mal so, Straßenrap wird niemals out sein. Weil es immer Leute von der Straße gibt, die es versuchen zu machen. Ja. Sagen wir mal so, es gibt natürlich Leute, die darauf abgefuckt sind. Weil die ihren eigenen Shit nicht klarkriegen und sich denken, immer kommt irgend so ein neuer Kanacke, der rappt. Aber was ist dir lieber, ein Kanacke, der rappt oder ein Kanacke, der dich auf dem Schulhof dich fickt, Alter, und dich abzockt, Alter? Lass ihn doch rappen, Alter. Lass ihn doch Mucke machen. Ist doch Platz für alle da, Alter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Gibt gar keinen Grund zu haten, Alter. Macht von mir aus alle Musik, Alter. Und der Beste oder die das am besten machen, sollen den Ruhm ernten, Alter. Ist doch ganz klar. Ist doch Competition, Alter. So, ich meine, Haftbefehl, Alter, hat natürlich einen krassen Namen gemacht in der Rap-Szene jetzt. Der kam auf einmal, ist auch cool, Alter. Ich gönne ihm das, er ist mein Bruder. Wir haben zusammen Party gemacht, so. Und 2011, natürlich können Leute kommen, die das auf einmal machen. Vielleicht gibt es Leute, die gerade am Machen sind, die ich gar nicht kenne. Auf einmal, boom, kommen die, Alter. Weiß man ja gar nicht. Ja. So, weiß man nicht. Ja. Abwarten, 2011 hat gerade angefangen. Also ich bin auf jeden Fall der Rapper, der 2011 eröffnet hat. Verstehst du, was ich meine? Ich habe 2011 direkt ein Video gebracht mit Echo. So, und das ist auch rumgegangen, so. Mhm. Direkt hat dann Farid Bang nachgelegt mit seinem Track Teufelskreis. So, wir so haben auf jeden Fall 2011 angehauen, so. Und ich bin jetzt der sagt, 2011, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt mein Jahr, weil jeder Rapper sagt irgendwie, das ist mein Jahr. Und dann sagen die schon seit 6 Jahren und sind immer noch nicht am Start. So, weißt du, ich meine? Ja. So, ich sag auf jeden Fall, dass ich 2011 eine Menge machen werde. Ja. Ich bringe mein Album Schutzgeld raus und das Album ist ein sehr geiles Album. Ich habe 18 Tracks gemacht und ich schwöre dir auf alles, ich habe auf jeden Track, jeder Track, den ich auf diesem Album gemacht habe, hört sich anders an. Mhm. Also du hörst jetzt nicht das Snippet oder das Album, sagst, das ist der dritte Track und der hört sich an wie der erste Track. Jeder Track, andere Beats, andere Flows, andere Texte, andere technikmäßig. Mhm. Also das Album ist sehr, sehr krass, so, lach ich mal. Um einiges reifer. Um einiges, um Klassen besser auf jeden Fall, was das erste Album angeht. Obwohl das erste Album auch sehr gut ist. Mhm. Ich hab da voll die deepen Sachen drauf gemacht, so, weil das ist eigentlich gar nicht üblich für einen, der sein erstes Street-Album macht. So Selbsttherapie auch, ne? Ja, Selbsttherapie. Ich hab meinen Track Einzelgänger, Alter. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sag dir sogar, guck mal, das Album finde ich nicht, jetzt wird jetzt Schutzgeld nicht toppen. Aber ich sage dir ganz klar, da sind drei Tracks auf dem Album, die meine Favoriten sind. Zum Beispiel das, mein Intro vom ersten Album ist das beste Intro, was in Deutschland nicht jetzt gibt, aber einer der mit Abstand einer der besten Intros, die es gibt. Mhm. Sag ich dir ganz ehrlich. Und der Track Einzelgänger und der Track Mein Tagebuch. Einzelgänger, den kannst du nicht toppen. Was echt ist. Was echt ist. Den Track Einzelgänger, den kann man nicht toppen. Hätte ich zu der Zeit mehr Fame gehabt, mehr Aufmerksamkeit, dann wäre der Track hätte alles gekillt, Alter. So, weißt, leider war ich noch zu Untergrund, so. Das sind drei Tracks, die auf jeden Fall voll viel ficken, so. Der Rest ist natürlich auch gut, aber halt jetzt nicht auf einem hohen Level.
kannst du es mit Schutzgeld nicht vergleichen. Aber ich habe auch auf Schutzgeld wieder sehr, sehr krasse Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich habe einen Track gemacht, Die Sirenen. Und da erzähle ich auch nochmal, dass das halt nicht immer schön ist. Also alles ist nicht alles Gold, was glänzt so mäßig, so weißt du. Mhm. Und ich habe aber auch viele Tracks gemacht, wo ich auch Fresse gebe, so Punchlines. Ich habe halt, diesmal habe ich auch mehr Punchlines gemacht, so Battle, mehr Battle-Sachen, so weißt du, was ich meine? Und während Ich bin Jesse James das Album mehr so ein Story war, Storytelling, so Der Verrat und so, das Track, der heißt Der Verrat und so. Und bei Schutzgeld einfach sag ich, dass ich Schutzgeld nehme von alle, wenn ich will, dass keiner was dagegen machen kann. Da hau ich mal auf den Putz, so, weil bei meinem ersten Album wurde ich in so eine Schublade gesteckt, der Kanaken-Rapper, hast nicht gesehen, bla bla bla. Dabei ist das voll das Hip-Hop-Album, Alter. Ich hab ein Hip-Hop-Album gemacht, mit diepe Sachen, mit das, wo ich gar nicht so den Mac mache. Und auf dem Album sind gar keine Beleidigungen gegenüber anderen Menschen so, weißt? Und trotzdem sagt man, ja. Deswegen habe ich mir. Woher kommt das? Warum ist das? Weil man da einfach in die Schublade steckt, so. Weißt du, man steckt einfach einen in eine Schublade, so. Ich sehe ja auch nicht gerade aus wie einer, der Hip-Hop macht, so wie so ein Backpacker, so. Muss eigentlich. Sieht jetzt nicht aus wie. Ich sehe es nicht aus wie Cars, Alter. Oder ja, die ja auch ihre Sache so machen, wie die es machen, so. Ja. Ich mach's ja nicht so wie die, so. Ja, jeder nach seiner Fasson, ne? Je nachdem so. Ja. Du hast angesprochen jetzt, dass das neue Album kommt jetzt über euer oder über dein und von deinem Bruder das Label raus. Cold Shop Mafia. Cold Shop Mafia. Wie überlebt man denn überhaupt noch? Und ist es so rentabel wie dein ehemaliger Job? Ich sag, kannst ja wahrscheinlich gar nicht. Kannst sein, du doch, ne? Gar nicht vergleichen. Nee, das ist, natürlich nicht. Aber das ist, da unterscheiden sich Welten, Alter. Das ist so, als ob du einen Straßenpenner neben Snoop Dogg stellst und sagst, wer hat mehr Kohle, Alter? Weißt du? Ja, nur es ist ja eben so, ich stelle die Frage deshalb auch so offensichtlich ein bisschen polemisch, also weil viele Leute immer noch, glaube ich, so eine sehr romantische Vorstellung davon haben, gerade wenn es um Street- oder Gangster-Rap geht, dass alles genau so ist, dass man dann wirklich irgendwie ein Album droppt und Major braucht man nicht, weil man kann das alles selber machen und dann bist du Millionär. So, weißt du? Und Wenn es gibt viele Leute noch, die diese romantische Vorstellung haben. Ja, ja. Deshalb stelle ich die Frage so offensichtlich Blödsinn. Natürlich gibt es Leute, die sich das denken so. Aber dann kann ich denen jetzt schon mal sagen, hört auf, dass du denkst. Halt. Hört auf. Weil ich sag dir ganz klar, als ich kriminell war, so, als ich meine Sachen mit meinem Geld anders gemacht habe, ich habe mehr Geld gemacht wie jeder Rapper zusammen. Mhm. So, ich habe so was. So, okay, gibt es jetzt ein, zwei Ausnahmen, die halt seit 10, 15 Jahren dabei sind, die halt richtig Unmengen an Kohle gemacht haben. Ja. So, aber an die ganzen Rapper, so, die jetzt rappen und die das machen, die konnten mir bei weitem nicht das Wasser reichen, als ich 16 Jahre alt war und meine Kohle gemacht habe. Da war ich 16, Alter, und ich hatte mehr Geld wie die, obwohl die seit 5 Jahren Platten machen und das machen und dies machen. Mhm. So, mit Rap kannst du nichts mehr verdienen, Alter. Wir sind in einem Zeitalter, wo Internet wirklich alles fickt, wo Leute wirklich downloaden, Alter, wo Leute wirklich gar nicht mehr respektieren, was du machst, Alter. Die wollen alles haben, alles. Schieb mir alles in den Hals, so, weißt du, wie eine Schlampe. So, die wollen alles umsonst haben. Die wollen, wenn es nach denen geht, so, ich schwöre dir bei Gott, es gibt Leute, die mir schreiben beim Facebook, ey, Sidan, schick mir mal ein T-Shirt. So, wie, schick mir mal ein T-Shirt? Da überweis mir 15 Euro, schick ich dir ein T-Shirt, Alter. So, weißt du, was ich meine? Ich muss dafür arbeiten, Alter. Ich kack doch keine Kohle, Alter. Mhm. So. Weißt du, was ich meine? Ich habe zum Beispiel auch gehört, letztens habe ich ein Interview mit Jan Delay gesehen, der dann sagte, dass, oder ich glaube, das Ding war das mit Jan Delay, und die haben dann gesagt, Xavier Naidoo beispielsweise, er gibt nur noch Autogramme auf Original-CDs. So, weil er einfach sagt, so, weil es ist wohl auch teilweise schon vorgekommen, und ich habe sowas auch schon mal selber gesehen, dass Fans zu Musikern hingehen, quasi mit einer Rolling. Mit einer gebrannten Das habe ich, CD das hab ich selber, sagen, ey, das hab ich selber schon mal gesehen. Ich, der Echo war mal hier bei Kult in Essen, hat Autogramm von mir gemacht, und da kamen wirklich zwei Leute mit einer gebrannten CD, und da stand wirklich noch auf der CD Echo Fresh. Wie hieß das Album? Irgendwie, keine Ahnung, stand auch von alten Album, aber mit einem alten Album auch. Gebrannt, und hat seinen Namen draufgeschrieben und hat gesagt, hier, unterschreib mir das. So, und Echo ist ja kein Arschloch. Ja. Hat dazu auch nichts gesagt, hat einfach unterschrieben, so. Aber ich habe das halt gesehen, so, es gibt wirklich Leute, die kommen mit einer Rolling an und wollen ein Autogramm. Ja. Ich meine, okay, man ist cool, man gibt denen ein Autogramm, aber scheiße von denen, Alter. Ich mache mir die Arbeit, spring Album raus, und er brennt sich die Scheiße. Der brennt sich die Kacke noch auf CD, statt auf MP3-Player zu machen. So, MP3-Player lässt sich schlecht unterschreiben. Ja, aber er brennt, er macht sich die Mühe, das noch zu brennen. So, und ich sag dir ganz ehrlich, ich würde das auch am liebsten machen, nur noch echte Sachen unterschreiben, weil das ist ja auch eine Sache von Respekt, Alter. Ja. Leute kommen zu dir und sagen, guck mal, ich habe dein Album gekauft.
unterschreib mir das. Und ich denke mir, boah, du hast mich unterstützt, du hast mir das Album gekauft, ich habe eine harte Arbeit investiert. Natürlich unterschreibe ich das gerne. So, das ist auch ein Zeichen von Feedback, so. Das ist Feedback einfach so, dass du siehst, dass du das, was du tust, dass das auch richtig ist. So, dass es gut ankommt und so. Und Wertschätzung. Das ist eine gewisse Wertschätzung, ja. So. Mit wem warst du so in den letzten Jahren unterwegs? Ja, ich weiß nicht. Ich war mit vielen Leuten mal. Ja. Ich bin halt sehr oft mit PA Sports unterwegs. Ja. Mit Manuel war ich sehr oft unterwegs, letzter Zeit, wie zum Beispiel halt die Azad-Tour. Mit Azad halt, mit den 439ern, übrigens sehr coole Jungs. Mit wem war ich noch unterwegs? Ich war mit Centino eine Zeit lang kurz mal unterwegs, der hat auch bei mir zu Hause gepennt, weil er nicht ins Hotel einchecken konnte. So, solche Geschichten so, und ich habe mal mit vielen zu tun gehabt. So, mit wem habe ich jetzt halt, mit Farid Bang habe ich auch sehr viel zu tun gehabt, der war ja auch auf meinem ersten Album. Ja, mit Massiv warst du mal unterwegs? Mit Massiv habe ich zusammen Gigs gespielt irgendwo, ne? Ich habe mit Massiv war ich schon mal sehr, sehr oft unterwegs. Ich war mit denen ein, zwei Mal im Hotel, mit die Jungs und alle Scheiße machen, kennst du doch so. Wir waren ja. In Friedrichshafen halt mit K1. K1 hatte da auch einen Auftritt mit Benny Blanco und alle. Und die Hamburger Jungs, Faro und so, die waren auch alle da. Und mit Massiv war ich dann auch bei Kopf oder Zahl, bei der Filmpremiere war ich mit Khatar und alle, Khatar war da, Manuel war da und immer so. Jetzt seit neuestem war ich auch ein paar Mal mit Haftbefehl unterwegs, er ist ja auch auf, der sollte auch eigentlich auf mein Album sein, auf mein Album Schutzgeld, hat leider von der Zeit her nicht mehr geklappt, aber wir haben halt den Track da, jetzt gucken wir, ich muss halt gucken, vielleicht mache ich das Free-Track, vielleicht, wenn so, wie, je nachdem wie sich das mit der Zeit ergibt, vielleicht mache ich dazu noch ein Video, ich muss dann nochmal mit Haft absprechen. Mhm. So, mit Haft war ich auch zum Beispiel in Basel. Ich war mit Bero unterwegs, bisschen auch in Basel, Bero war ja auch da. Und ja, das ist halt immer dieselben, die üblichen Verdächtigen halt. Man ist halt mal mit denen, man trifft sich auf der Veranstaltung. Ja, und da war ich mit Haftbefehl und mit den ganzen Jungs halt. In Basel hatten wir Auftritt. Und bei anderen Partys habe ich mit Haft, Farid, mit Raf Kamora, Nazar waren auch dabei. Mhm. Da haben wir Düsseldorf Innenstadt zum Beispiel unsicher gemacht, so zusammen. Da waren wir immer alle Rapper, so als riesen Clique mit Summer Jam. Alle ab zu Berti. So, ja, so in der Art. So in der Art, so. Da waren wir alle Rapper mal so zusammen, so eigentlich. Mhm. So. Ja.